Ja, ich habe selber tatsächlich nur 2 Wochen gebraucht. Ich saß mit Freunden in Panama und habe diese Idee gesponnen und habe einen Flug nach Thailand gebucht, weil ich wusste, dass ich das hier machen wollte. Habe vor meiner Ankunft, genauso wie bei Immobilien Scout 24, dieses ein Pendant zu solchen Seiten gibt es überall auf der Welt. Ja, ja, logisch. Und da habe ich dann halt mir 2 Besichtigungstermine für den ersten Tag nach Ankunft gescheduled. Und es wurde dann direkt am ersten Tag das 2. Apartment. Es war alles wunderbar. Ich habe halt die Termine vorher ausgemacht. Ich hatte auch für die Folgetage noch Termine, die ich dann nicht mehr wahrgenommen habe. Aber das reine Scouten von Apartments ist ja kein Problem. So Sachen wie IKEA gibt es auch immer ein Pendant im entsprechenden Land. Ja, in Deutschland haben wir es zum Beispiel sogar noch einfacher, dadurch, dass es sowas wie, Entschuldigung, dass es sowas wie eBay Kleinanzeigen gibt, wo ich haufenweise Möbel, wenn ich sie abhole, sogar geschenkt bekomme oder Facebook für einen Bruchteil. Marketplace. Auch das, auch das. Die halbe Wohnung unten ist fast kostenlos eingerichtet. Exakt, exakt. Und das ist genau der Punkt. Und wenn ich jetzt nicht selber, also die Pauschalen, man kann die Kosten jetzt nicht pauschal benennen, weil A, wie du jetzt gerade schon sagst, man kann es entweder irgendwie kostenlos teilweise beziehen oder man kann es natürlich auch einkaufen, aber es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, was für einen Grundzustand hat die Wohnung? Ich suche selbst nur schon grundrenovierte Wohnungen aus, wo ich nicht selber noch groß streichen muss oder dergleichen. Da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte, dass es schnell aufgesetzt ist und verändere die Wohnung nur durch die Einrichtung. Ja? Dann hängt es ab von der Größe natürlich, wie viele Schlafzimmer etc. pipapo. Es gibt ja mittlerweile auch eine Firma namens AirDNA, die enorm brutal aufschlüsselt, wie lukrativ in welchem Viertel der Stadt eine Airbnb ist. Die sollte idealerweise so und so viele Zimmer haben, so und so viele Betten. Die sagt zum Beispiel, aus welchem Land die meisten Gäste in dieser Region, die über Airbnb buchen kommen. Grundsätzlich, wie ist die Rental-Marketplace-Entwicklung und das spuckt einem alles aus. Ja, wirklich nach Saisonalität, welche Monate sind die lukrativsten etc., wie viele andere Hosts sind, zu wie viel Prozent das ganze Jahr über aktiv und dergleichen, das ist unglaublich. Und man muss sich dann halt bei AirDNA so Städte-Reports kaufen, die normalerweise monatlich abgerechnet werden, aber ich brauche es ja nur einmal vorab, wenn ich eine Wohnung machen möchte. Ich gucke mir einen Marketplace an, dann hole ich das für einen Monat, kostet ungefähr $30, dann cancel ich das Ding und habe ja den Report und kann mir ja den gesamten Report fürs gesamte Jahr mit Saisonalität und allem drum und dran anschauen und habe so im Vorfeld eigentlich schon validiert, ob das Ganze läuft oder ob das nicht läuft. Deshalb, da sind nicht viele Eventualitäten drin. Und so kann ich dann natürlich auch gemessen an meinem Estimated Revenue, den ich dann halt mache, auch ausmachen, wie viele Monate es zum Beispiel braucht, bis ich Betrag, also Investment X wieder raus habe. Ich habe jetzt zum Beispiel hier in der Wohnung in Thailand, das ist ein großes, aber nur 2-Zimmer-Apartment, das ich jetzt hier habe zum Beispiel, wo ich gerade drin sitze, sind es 55 Quadratmeter, habe ich sehr, sehr schön eingerichtet. Ich habe brandneuen Kühlschrank gekauft, einen großen Edelstahl-Kühlschrank, Fernseher, alles Mögliche. Ich habe 2.100 € ausgegeben. Und ich habe viele Leute in meiner Community, die selbst in Deutschland weniger als 2.500 € ausgegeben haben. Es ist immer eine Frage dessen, wie kosteneffektiv versuche ich das Ganze wirklich aufzusetzen und natürlich auch vielleicht eine Frage der Geduld. Möchte ich das Ganze jetzt so schnell wie möglich mit einem Ausflug zu IKEA fertig machen oder habe ich noch die Geduld, zum Beispiel über eBay-Kleinanzeigen verschiedene Adressen abzufahren und dergleichen? Ne? Ich denke, nach oben hin ist keine Grenze. Ich habe auch jemanden in meiner Community, der eine Villa auf Bali jetzt angemietet hat und dort ist es halt üblich, dass man die Miete fürs gesamte Jahr im Voraus zahlt. Ja, und er hat jetzt quasi für eine 3-Schlafzimmer Villa mit riesengroßen Poolen und die war schon komplett extrem stylisch eingerichtet, 14.000 € fürs Jahr gezahlt. Er macht aber im Monat 3. Ja, und das ist ein riesengroßer Aspekt, auch also dieser Lifestyle-Aspekt. Man kann entscheiden, werde ich nach 4 Monaten schwarze Zahlen schreiben oder wohne ich nach 4 Monaten, die ich es vermietet habe, für 8 Monate komplett umsonst in einer riesengroßen Villa auf Bali. So kannst du dir plötzlich überall auf der Welt die Miete leisten. Ne? Und man muss selber einfach keine Miete mehr zahlen und kann trotzdem an verschiedenen Orten auf der Welt leben. Deshalb ist es völlig individuell, wie man das Ganze gestalten möchte. Aber die Möglichkeiten, die es einem auftischt, sind einfach ziemlich krass und das, obwohl fast jeder Airbnb kennt, aber den Ansatz kennen nicht viele Leute. Ja.
Ich mag das. Ich habe, ich bin gerade am Mitdenken und schon wieder am Plan im Hinterkopf. not nice. Also das ist natürlich nochmal ein neuer Ansatz. Punkt A, du musst dich gar nicht auf deine Region beschränken. Überhaupt nicht. Plan deinen nächsten Urlaub in Panama, auf Bali, in Thailand, no matter what. Sieh zu, dass du dir vorher einen ganz vernünftigen Plan machst. Immerhin reden wir hier von Business und nicht von Hobby. Ja. Dann geh runter, zieh die Nummer durch, ess abends noch lecker. Ein paar Mal am Strand liegen wird sicherlich auch noch drin sein. Aber dann hast du auf einmal für ein Appel und ein Ei, ich meine 14.000 Euro, komm Basti, jetzt mal ernsthaft. Also, was soll ich dir sagen? Also, scheiße, wenn du das nicht hinkriegst, dann fang mit einer kleineren in Thailand an. Ja, also, es war ja für mich, ich habe das Ganze ja nur als Case Study erstmal hier aufgebaut. Ne, und jetzt bin ich mit einem Partner halt dran, das Ganze sehr, sehr groß zu skalieren. Und ich denke, dass, also in meinem Fall, was ich auch noch mache, was ja auch ein Aspekt sein kann, wenn ich jetzt zum Beispiel rein Airbnb als Einkommensmöglichkeit nutzen möchte und mich dieses ganze Wohnungen aufbauen gar nicht reizt, dann kann ich mir ja selbst so eine Art Co-Hosting-Business aufbauen, weil ich kenne so viele Hosts mittlerweile oder ich war in so vielen Airbnbs, wo die Leute ja gar keine Ahnung haben, was es alles für Automatisierungstools und dergleichen gibt. Ja, das heißt, die haben halt eine Bude da oder die betreiben irgendwo in Spanien ein Hostel, meiner Meinung nach, meinetwegen, und wissen aber nicht, wie sie sich die Zeit schaffen oder wie sie es überhaupt schaffen, mehr Sichtbarkeit, ein besseres Ranking bei Airbnb zu bekommen. Wenn ich jetzt sage, ich habe mich darauf spezialisiert, als Co-Host, also du kannst dich als Co-Host anlegen lassen im Listing bei Airbnb und hast dann Zugriff auf die Einstellungen in diesem Listing. Ich kann zu Immobilienbesitzern gehen oder zu Hotelbetreibern oder so Ferienwohnungen Betreibern. Gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, solche Leute auszumachen und sag denen, ich sorge dafür, dass du eine mindestens 80%ige Auslastung hast, ne, wenn es jetzt kein Drecksloch ist, und schaffe dir unglaublich viel Zeit, während du mehr Geld verdienst, weil du selber hinterher fast gar nichts mehr an Zeit aufbringen musst, indem ich halt diese Prozesse für die Leute aufsetze. Das ist ein super spannender Geschäftsansatz, einfach als Dienstleister, der trotzdem nicht zeitintensiv ist, und ich kann mich als Co-Host prozentual an den Einkommen dieser Listings beteiligen lassen. Dann ist es natürlich Verhandlungssache, dass ich sage, ich schaffe dir die ganze Zeit, die du sonst damit aufbringst, es selbst zu betreiben, für meinetwegen 10%. Weil so Leute wie Airgreets beispielsweise nehmen ja 25, aber gehen da eben auch hin, machen die Schlüsselübergabe, kümmern sich um die Reinigung. Das mache ich ja alles nicht. Und so bekomme ich fortlaufend 10% der Einnahmen und bin ja selbst dafür verantwortlich, wie gut das Listing der Leute läuft. Der Einnahmen oder das Gewinn? Einnahmen oder Gewinn? Verhandlungssache. Ah, okay. Ja. Geil. Ja, vom Prinzip her wieder das, was ich auch immer predige. Löse das Problem von einem Menschen und schreibe ihm dann eine Rechnung dafür. Fertig. Richtig. Und bei Airbnb gibt es ganz viele vermeintliche Probleme in den Augen der Leute, weil sie sich halt nicht damit auseinandersetzen, was es mittlerweile da draußen alles gibt. Stichwort Kapitalbindung ist natürlich auch eine geile Nummer. Wenn du, sagen wir mal, 100.000 unterm Kopfkissen liegen hast, ja, was sicher der ein oder andere auch hat, Omas Sparstrumpf ist geplatzt oder whatever, naja, für 2.000 Euro ein Flugticket gekauft? Nicht mal. Wohin willst du denn fliegen, hör mal, für 2.000? Vielleicht naja, Australien. Südostasien. Kollege, ich reise feudaler als du. Ich reise feudaler als du. Bist du sicher? Ja, ich habe einen Hund dabei, ich habe eine Frau dabei und wir reisen Business Class. Ja, okay, in der Hinsicht, ich bin für mich allein unterwegs, ja. Eben. Ja, du kannst im Mittelflur stehen und die Hand nach oben an den Griff da. bei mir, mich müssen sie auch immer auf den Flügel setzen, damit das Flugzeug nicht auseinanderbricht. Nee. Heilige Scheiße, du musst echt nur noch Möglichkeiten über Möglichkeiten. Das Tolle ist doch, wie du jetzt gerade angesprochen hast, angenommen, du hast 100.000 Euro unterm Kopfkissen liegen.
Der Durchschnittsbürger, würde ich jetzt sagen, der jetzt nicht sonderlich viel Finanzbildung hat, würde jetzt darüber nachdenken, sich eine Immobilie irgendwo in Deutschland zu kaufen. Richtig? Ja, und am besten noch selber drin wohnen. Toll. Richtig. Und das Problem dabei ist natürlich, dass selbst wenn du so schlau wärst, diese zu vermieten, es enorm lange dauert, bis das Invest halt sich wieder rentiert hat. Wenn du stattdessen das Geld nimmst und multiple Airbnbs aufbaust, die du automatisierst, die dir nicht viel deiner Zeit rauben, wenn die erstmal aufgesetzt sind, ja, dann kannst du halt nach den 3-4 Monaten, die es in etwa braucht, bis sich das amortisiert hat, einen unmittelbaren, viel, viel größeren Cashflow aufbauen, statt da halt Jahrzehnte drauf zu warten, dass das Geld durch einen Mieter in dem einen Objekt wieder da ist. Richtig, und wenn es bei dir vor Ort zu Hause eben nicht möglich ist, weil du, ich weiß jetzt nicht, wie es in Bremen wirklich ist, aber weil du halt in Bremen wohnst und die Bremer Stadtmusikanten da unter Leitung des Bürgermeisters beschlossen haben, dass das da nicht erlaubt ist und gesetzwidrig, ja. Und was in Deutschland ja auch ist, die, wie heißt dieses Ding? Zweckentfremdungsgesetz. Dieses Wort, das ist so deutsch. Es gibt, glaube ich, würde ich auch ganz gerne noch drüber sprechen. Ja, mach mal. Also dieses Wort ist so deutsch. Das Ding ist, wenn man von Airbnb spricht, dann hat das mittlerweile auch aufgrund sehr, sehr einseitiger und zugegebenermaßen reißerischen Berichterstattung eine sehr negative Konnotation. Und das völlig verkehrt, denn es wird ja immer gesprochen von Wohnraummangel und Zweckentfremdung und das alles ist natürlich die Schuld von Airbnb und das ist, gelinde gesagt, kompletter Bullshit. Ja, natürlich. Und jetzt kam vor zwei Wochen kam ein Report raus vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zum Thema Sharing Economy im Wirtschaftsraum Deutschland, wo ein riesengroßer Batzen auch dem Thema Kurzzeitvermietung und Airbnb im Speziellen gewidmet ist. Und da wurde ganz klar gesagt, dass es keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Wohnungsmangel und Kurzzeitvermietungsmodellen wie Airbnb gibt. Beispiel Berlin. 0,4% aller Wohnimmobilien im Raum Berlin sind überhaupt nur auf Airbnb zu finden, wovon die meisten nicht mal annähernd mehr als 2 Wochen im Jahr vermieten und das überhaupt nicht professionell betreiben. Das sind nur die, die auf Airbnb zu finden sind. 0,4%, und das ist die Airbnb-Hochburg in Deutschland. Ja, das Problem ist einfach, dass es für Städte, die so stark vom Tourismus profitieren, die wollen natürlich den Tourismus nicht regulieren, ne, weil sonst kommen die Leute ja nicht mehr und geben ihr Geld nicht dort aus. Und der Wohnungsmangel ist da, der ist akut, aber es liegt auch in Aufgabe der Stadt, Wohnraum zu schaffen für die Bürger. Oder man muss dann sagen, okay, wir regulieren jetzt ganz viele Dinge, wie zum Beispiel auch den Tourismus, und bringen unsere Leute unter oder müssen eben auch Leute im Inland davon abhalten, nach Berlin umzuziehen und dergleichen. Ja, das Ding ist aber, dass eigentlich viele Wohnungen dort sind, aber die Wohnraumverknappung ja eigentlich durch Investoren geschieht, die den Wohnraum nicht zur Verfügung stellen und die Bude lieber leer stehen haben, um Wohnraumverknappung zu forcieren, um hinterher entsprechend gewinnbringend verkaufen zu können. Oder die Mieten hochzubauen. Oder das. Aber es hat halt nichts mit Airbnb zu tun und es ist halt schade, dass in Deutschland Leute viel, viel mehr sich auflehnen, um an alten Strukturen eben festzuhalten, statt irgendwie zu erkennen, was da für ein Potenzial in Dingen wie Airbnb steckt und den Fortschritt halt irgendwie mitzugestalten oder zu ihren Gunsten eben auch neue Modelle zu kreieren. Denn wie wir es allein schon in der letzten halben Stunde darüber gesprochen haben, birgt allein das Geschäftsmodell Airbnb, und das ist ja nur eines von keine Ahnung wie vielen in der Sharing Economy, birgt so viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen oder Dienstleistungen anzubieten oder dergleichen. Ich glaube, das Hauptproblem ist ja auch, schau mal, wir beide sehen uns ja jetzt während des Interviews, wir beide sind irgendwie von oben bis unten tätowiert, haben ein gewisses Mindset. Darfst du in gewisse Stadtviertel, wo Lieschen Müller und Bernd Hinterhuber sind, da darfst du ja schon mal gar nicht einreisen. Wir zwei sind da ja nicht erwünscht. Das sind Halbstarke, das sind Verbrecher, das wird ja teilweise noch propagiert. Problem ist, dass die gleiche Wählerstimme haben wie wir.
In andere Stadtviertel darf ich nicht rein, weil ich legaler Waffenbesitzer bin und tatsächlich in Tiere reinbeiße, auf die ich vorher draufgeschossen habe. Liegt unter Umständen auch daran, dass die sich wehren, wenn ich sie nicht vorher totschieße, wenn ich reinbeiße, aber ne, es ist heutzutage unheimlich schwer, nicht politisch inkorrekt zu sein. Und ein jeder urteilt über dich und maßregelt. Das fängt schon damit an, dass ich in Facebook eine Freundschaftsanfrage annehme, etwa 3 Dutzend Mal am Tag. Und 2 Minuten später kommt, hey, wie geht's dir? Und ich freue mich natürlich, dass ich endlich mal gefragt werde, wie es mir geht, weil das hat ja den ganzen Tag noch keiner. Kommt mir bekannt vor. Und anschließend, wolltest du nicht schon immer mal eine richtig dicke Runde abnehmen und das Leben führen, das du dir schon immer gewünscht hast? Da weiß ich, der Kollege kennt mich nicht. Denn würde ich abnehmen wollen, würde ich es machen. Es geht dich einen Scheißdreck an. Punkt B, ich weiß, du hast über mich geurteilt, du siehst nur mein Äußeres. Und Punkt C, im Gegensatz zu dir, Vogel, führe ich wahrscheinlich das Leben, das ich will. Mal ganz ernsthaft betrachtet. Die nächste Anfrage, ich coache dich zu deinem doppelten Monatseinkommen. Ja, habe ich womit, weiß ich erstmal nicht. Aber ich habe drunter geschrieben, Challenge accepted, mach. Ja. Weil ja. Das Ding ist, guck mal, ich werde ja auch gerade, weil Airbnb so in der Öffentlichkeit steht, wie sie eben stehen, ich habe auch jetzt die letzten Wochen einiges an Shitstorm bekommen. Okay. Ne? Wie ich das nur vertreten kann und dass ich ja daran schuld bin, dass andere Leute auf der Straße landen und sowas und dass das ja asozial sei, parasitenhaft, ja, dass ich Wohnungen miete. Und diese Gewinn bringt Vermiete. A, ich informiere den Vermieter darüber und mache das nicht unwissentlich. Ja? Dementsprechend, wo ist der Unterschied? Wenn ich jetzt beispielsweise eine Immobilie kaufe, die ein Loch ist, die schön herrichte, möbliere etc. und diese Gewinn bringt Vermiete, ist das gleiche Ding, nur dass ich am Anfang viel, viel, viel mehr Geld reinstecke und viel, viel mehr Arbeit habe. Und wie du schon bei meiner Einleitung gesagt hast, das Credo ist meiner Meinung nach work smart, not hard. Ja, und dementsprechend, wenn ich das Ganze dann sogar noch um den Punkt verbessern kann, dass ich das international betreibe und dabei an tollen Orten bin und gleichzeitig im Ausland Arbeitsplätze schaffe etc., dann weiß ich nicht, was daran schlecht zu finden ist. Ich bin parallel dazu, jetzt gerade auf Facebook in einer Immo-Gruppe am Schauen, aber ich finde diesen Post von vergangener Woche nicht mehr. Also so ein Mist. Leider darf sich ja jeder im Internet und öffentlich äußern. Das Problem ist nicht, dass es jeder darf, das Problem ist es, dass manche das auch tun. Und es ist dann durchaus erschreckend, was für eine gequälte Scheiße da rauskommt. Da hat sich einer, der hat einen Blog und ich weiß den Namen nicht mehr, ist egal. Er ist ja der Meinung, dass es gesetzlich verboten gehört, sich generell an Immobilien zu bereichern. Denn nur aufgrund der Tatsache, man schafft ja schließlich keinen Mehrwert. Pass auf, Basti, pass auf. Man schafft ja schließlich keinen Mehrwert und hat ja auch nicht dafür gearbeitet, sondern das Einzige, was man macht, ist, es gehört mir, also bestimme ich darüber. Und ich sitze so da. Wenn es keinen Mehrwert schafft, dann soll er doch bitte auf die Straße gehen. Er empfindet es als eine bodenlose Frechheit, bloß weil es mir gehört, dass er dann da was für zahlen soll. Es ist für ihn doch ein Mehrwert, also ein Dach über dem Kopf zu haben, oder? Alter, wenn ich das Haus gebaut habe, dann habe ich nichts geleistet. Wenn ich es von jemandem gekauft habe, also ich habe Arbeit investiert über Jahre, dass ich so viel Geld habe oder wie auch immer, dass ich es von jemandem kaufen kann, der das gebaut hat, dann ist das kein Mehrwert? Ey, komm bitte am 15., 18. Januar nächsten Jahres zu mir. Wohne bitte in meinem Haus und wir schalten die Heizung aus. Und dann gucken wir mal, was für ein fucking Mehrwert ich dir liefern kann. Ja, hier in der Schweiz läuft es noch. Also ehrlich, sowas musst du dir antun. Und das sind eben auch Leute, die Meinungen bilden. Und da
Also die ganze extreme Szene ist ja sowieso viel zu radikal und ich mag das nicht, aber wenn dann so ein linkes Gemüse ankommt, also, da weißt du manchmal nicht, wer ist schlimmer, die Linken oder die Rechten. Die Rechten, die sind zu blöd, um ein Loch in den Schnee zu pissen. Und die Linken denken, sie wären intelligent und dann hörst du dir das an und möchtest dich hinterher dafür selber bestrafen. Also, egal wie du das machst. Aber ich denke, das ist völlig egal, was du für ein Geschäftsmodell promotest. Irgendeiner reibt sich dran. Ja, aber was kümmert es die deutsche Eiche, wenn sich das Eichhörnl dran kratzt? Und Fakt ist, es wird immer nur der angegriffen, der den Ball hat. Das müssen wir auch mal festhalten. Aber das haben wir und diese Woche gelesen. Also ich habe es ja gar nicht mehr geglaubt. Aber ich muss auch sagen, das Thema kommt trotzdem wesentlich besser an, als ich im Vorfeld gedacht habe. Ich habe damit gerechnet, dass viele Leute so auf diesen medialen Zug aufspringen und mit dem Finger zeigen und Schlimmeres, ja. Aber insgesamt kommt das Thema halt extrem gut an. Ich habe jetzt in vielen Interviews halt darüber gesprochen und habe ja auch einen Kurs dazu produziert. Ich habe ganz zu Beginn mit Freunden und anderen Kollegen halt darüber gesprochen, was ich vorhabe. Und jeder fand das halt so interessant, weil die von diesem Automatisierungsaspekt nichts wussten. Und so war mir dann halt klar, ich habe sowieso einen Videographer angestellt, der mit mir halt um die Welt reist. Und da ich den halt sowieso dabei hatte, habe ich dann gesagt, okay, wir dokumentieren das, um das so als Case Study zusammenzufassen, weil es auf jeden Fall viele Fragen geben wird, wie man das Ganze aufsetzt, die ganzen einzelnen Schritte. Und dann haben wir das Ganze halt wirklich zu einem sehr, sehr detaillierten Kurs gemacht, wo ich halt wirklich so im Vlog-Format quasi von meinem Kameramann so begleitet werde, auch wie ich einkaufen gegangen bin, wie ich durch die Möbelhäuser bin und Dinge besorgt habe, wie die Bude eingerichtet worden ist, wie man die ganzen Einstellungen im Backend bei Airbnb vornimmt, so die ganzen Tools und alles drum und dran. Ja, und so hat man dann halt wirklich diesen Blueprint zum Nachmachen, wo ich halt noch weitere Tools vorstelle und eben auch so Updates gebe, den Kurs immer stetig weiter erweitere und sowas, was da eben sonst noch alles für Dienstleister so aus dem Boden sprießen und dergleichen. Cool. Ich denke, dass es unglaublich spannend ist, was grundsätzlich in dieser Sphäre Airbnb noch alles passiert, insbesondere auch internationale und auch in Bezug auf den deutschen Markt, Stichwort Zweckentfremdung, weil jetzt eben vom Bundesministerium für den Wirtschaftsraum Deutschland, der Sharing Economy Report im Wirtschaftsraum Deutschlands eben ganz klar gesagt hat, dass Airbnb und Short-Term Rentals halt nicht im Kontext stehen mit Wohnraumverknappung. Und ich denke, dass da viele Städte, erweichen werden und eher das Potenzial auch von Steuereinnahmen etc. erkennen werden und da die Pforten, sag ich mal, wieder öffnen. Auch wenn es natürlich nur eine Handvoll Städte generell in Deutschland ist, die Regularien haben. Und wenige, die es überhaupt komplett verbieten. Sehr geil. Du hast es gerade angesprochen, du hast einen Videokurs dafür und der Videokurs ist ja auch mitunter der Grund, dass wir heute dieses Interview machen, denn ich habe sehr, sehr, sehr viele Anfragen gekriegt beim letzten Mal für Brian Page. Nach wie vor, hey Markus, funktioniert das Konzept? Hey Markus, hast du es durchgeführt? Hey Markus, hast du endlich jemanden, der den Kurs auch mal auf Deutsch anbietet? Und der Vorteil an deinem Kurs ist eben auch noch, ich habe ihn ja selber, nicht nur, dass er deutsch ist, sondern dass er auch noch um einiges billiger ist. Brian hat ihn damals für $1,500 angeboten. Ist es natürlich auch wert, denn hey, du baust ein komplettes Business auf. Lass mal die Kirche im Dorf, ne? Ja. Wer mit einem kleinen Arschloch einen großen Haufen scheißen will, darf sich nicht wundern, wenn es lange dauert und wehtut. Aber Standardspruch von mir. Aber deinen Kurs, den gibt's eben für 300 Euro. Den kann man sich holen auf bastianbarami.de/Airbnb. Das Coole ist, was? Officeflucht.de. Officeflucht ist meine Seite. Ach, du bist gar nicht auf deiner Hauptseite. Okay, warte. Nein. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben gehabt vorhin. Officeflucht.de/Airbnb. Da findet man den Kurs. Und wofür ich dir jetzt schon danken darf, es gibt natürlich einen Rabattcode. Haha. Einfach den Kurs ganz normal kaufen und dann
das Codewort Panzerknacker, vorne groß geschrieben, einfach Panzerknacker eingeben und dann gibt's 50 Euro Rabatt. Ja, das macht er normalerweise nicht. Es hat ihm vorhin auch nicht geschmeckt, als ich ihn drauf angesprochen habe. War mir egal. Panzerknacker gibt's immer Rabatt. Dafür herzlichen Dank. Sehr gern. Damit wären wir durch. Wenn nicht, müssten wir den ganzen Kurs von dir durchmachen. Wenn es zum Kurs irgendwelche Fragen gibt, kann man sich an mich oder an dich wenden oder an den automatisierten Support. Das finde ich immer gut. Genau. Ganz klar, aber auch hier wieder, hey, einfach machen. Du hast echt die Möglichkeit. Punkt 1, wenn du es als Spiel betrachtest, dann bau dir weltweit deine Urlaubslocations auf und zahl nur noch den Flug. Wie man den billiger kriegt, panzerknacker-podcast.com/LCW für Low-Cost-Weltenbummler. Dann fliegt man nämlich mit dem Insider-Report als Mitarbeiter/LCW. Und ansonsten, wenn man es als Business betrachtet, hey, es gibt Schlimmeres, als auf Bali 7 Wohnungen zu haben und 2 Bungalows, oder? Entschuldigung. Mein Reden. Entschuldigung, und du generierst dir innerhalb allerkürzester Zeit generierst du dir einen Cashflow. Und das für sehr wenig Geld. Basti, ich weiß nicht, ob es dir klar ist, aber ich setze die allermeisten meiner Interviews und die Tipps, die darin gegeben werden, um. Mhm. Und ich werde mir jetzt was ausdenken, wie du mir das Geile ist nämlich, ich habe nämlich immer die geilsten Coaches direkt am Rohr und verpflichte die dann. Kommen sie nämlich aus der Nummer nicht mehr raus. Ich werde mit dir zusammen irgendwo im Ausland, Südostasien oder Mittel- und Südamerika, eine Wohnung anmieten. Und unter deiner Schirmherrschaft werden wir die einrichten, werden die auf die Plattform stellen und dann werden wir das einfach machen und dann mal wieder beweisen, hey, es geht, wenn du nur eins machst, nämlich tun. Einfach nur selber machen und tun. Nach dem letzten Interview habe ich die Wohnung unten gemietet und hergerichtet, habe 6.000 reingesteckt, 6.000 Euro für die Renovation. Das Ding ist vermietet und gut ausgelastet. Es läuft. Jetzt werde ich das Gleiche wieder tun und unter deiner Schirmherrschaft, das heißt, du musst noch ein paar Mal mit mir reden, werde ich... Sehr geil, geile Sache, Mann. Einfach machen, weil ich darf doch nichts propagieren, wenn ich es nicht vorlebe. Oder? Also machen wir das einfach und... Südostasien oder Lateinamerika, ich bin ein Mann. Geil, freue mich drauf, das ist lustig, das ist cool und ich verdiene auch noch Geld damit, das ist also einfach, das darfst du keinem erzählen. Wie wollen wir das machen? Hast du schon eine Facebook-Gruppe für die Leute, die bei dir mit dabei sind? Die Facebook-Gruppe ist lediglich für die Kursteilnehmer. Ja, genau. Da sind mittlerweile über 500 Leute drin, sind enorm viele Leute drin, die ihre Erfolge schon teilen. Die teilweise haben sich sogar Leute gemeinsam zusammengetan und eine Firma gegründet und betreiben ihre Airbnbs sowohl in Deutschland als auch international, zeigen ihre Zahlen, zeigen ihre Listings. Also echt krass reger Austausch in dieser Gruppe. Motiviert richtig und bringt auch einfach enorm voran. Allein diese Gruppen sind ja heute, allein für solche Gruppen müsste man heutzutage schon einen Mitgliederbeitrag nehmen, weil es da, ich bin da auch in ein paar Gruppen drin, da schlägt es 13. Also das ist wirklich cool. Ja, musst mich dann noch in die Gruppe mit aufnehmen und dann machen wir da einfach dann die Fotodokumentation. Wer wissen will, wie das funktioniert und so weiter, Kurs kaufen, weil alles geben wir dann doch nicht für Oma raus, aber dann beweisen wir einfach mal, dass es klappt und ich lebe es einfach mal wieder vor. Habe ich Bock drauf, freue mich tierisch. Ist ja nicht so, dass ich keine Arbeit hätte, aber okay. Und dann können wir doch davon berichten, wie es funktioniert, oder? Dann machen wir ein Update in einer der zukünftigen Folgen. Können wir gerne machen. Können wir gerne machen, genau. Cool. Dann wird es eine kurze Info geben. Gegebenenfalls schneiden wir die hinten dran. Ja, schauen wir mal. Überlegen wir uns was. Hey, wir sind schon wieder am Ende. Über eine Stunde geredet. Das spricht immer für den Interviewpartner. alles oder für den Host. Ja, es kommt immer auch noch auf den Redeanteil an. Wenn wir eine Stunde reden und ich habe den meisten Redeanteil, dann ist es übel. Mein Lieber, wie viel Uhr ist eigentlich gerade bei dir? Wir haben jetzt 20 nach 8 abends.
Genau, ihr seid uns voraus, die USA sind uns hinten dran. Alles klar, cool. Ja, dementsprechend wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Gehst noch was essen? Gehst noch aus? Hast noch was vor? Yes, ich gehe jetzt mit meiner Freundin noch was futtern. Essen ist ja hier immer bombastisch und ich glaube, die guckt auch schon ein bisschen hungrig. Okay. Alles klar, Markus. Hey, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke auf jeden Fall für alle, die zugehört haben. Wenn ihr noch Fragen habt zu der ganzen Airbnb-Thematik, schreibt mir gerne eine Nachricht an bastian@officeflucht.de und freue mich auf jeden, der beim Kurs dabei ist und alles Gute. Die einfachste Art und Weise, direkt mit 2.000-3.000 Euro auf dem Konto mit dem Immobiliengeschäft anzufangen. Ich mache seit mehreren Monaten, Basti auch, er lebt komplett davon. Jetzt werde ich da nochmal eine neue Stufe zünden. Gib Gas. Ich habe dich gefeiert, ich feiere dich immer noch. Super sympathischer Typ. Danke für deine Zeit, danke für dein Interview und für dein Wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jo, damit sind wir raus. Ciao, Basti. Ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau einfach mal rein. Dies ist eine Markus Habermehl Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.